Naja, es ist das erste wirklich globale Umweltproblem. Und es wird verursacht durch unzählige Akte der Verbrennung fossiler Energieträger, der Landnutzung, der Entwaldung. Das heißt, Milliarden Menschen sind dabei, durch ihre Emissionen das globale Klima langfristig zu verändern. Und zwar so, dass man sehr schwer einzelne Ereignisse einzelnen Verursachern überhaupt zurechnen kann. Naja, ich meine, einen gewissen Klimawandel werden wir gar nicht mehr verhindern können, denn wir haben ja im Grunde die Treibhausgaskonzentration mittlerweile auf über 400 Parts per Million im Grunde gesteigert. Es wird also in jedem Falle Klimawandel geben, aber natürlich sind wir nicht irgendwie das Kaninchen vor der Schlange, sondern wir können im Grunde etwas tun. Wir können uns anpassen auf unterschiedlichen Skalen. Da kann man unterscheiden, eine nationale Skala. Da haben wir in Deutschland eine nationale Anpassungsstrategie. Da wird am Umweltbundesamt in Dessau schon dazu gearbeitet. Und es gibt die globale Ebene. Da geht es darum, dass die wesentlichen Verursacher des Klimawandels Beiträge einzahlen in einen globalen Anpassungsfonds, aus dem dann Mittel verausgabt werden, damit Menschen in anderen Regionen der Welt, vor allem in den armen, tropischen, subtropischen Regionen dieser Welt, tatsächlich auch Anpassung finanzierbar wird. Vielleicht sollten wir uns von der Illusion verabschieden, dass an 365 Tagen im Jahr alles möglich ist. Es könnte auch sein, dass wir einfach mal sagen, gut, wir haben jetzt stärkere Sturmperioden im Herbst und im Frühling. Wir werden vielleicht eine Sturmsaison bekommen. Dann wird man irgendwann sagen, tut uns leid, die nächsten 2 Tage geht das halt nicht. Da muss sich eine industrielle Zivilisation einstellen können, wenn im Grunde vielleicht mal 1 oder 2 Tage die Züge nicht regelmäßig pünktlich fahren. Wir leben ja in diesen Zivilisationsillusionen, dass immer alles möglich ist. Es geht vor allem darum, im Grunde größere Schäden zu verhüten. Also ich würde sagen, natürlich haben staatliche Organe eine gewisse Verantwortung, eine Schutzverantwortung gegenüber ihren Bürgern. Sie müssen sie umfassend, transparent und rechtzeitig informieren. Sie können natürlich an manchen Punkten auch sagen, hier gibt es jetzt Betretungsverbote. Also beispielsweise darf man bei einer, zum Beispiel auch heiße Sommer. Wenn bei heißen Sommern extreme Waldbrandgefahr besteht, etwa in Brandenburg oder in Thüringen, ist es natürlich zulässig, die Wälder auch zu sperren. Weil man nie sicher sein kann, ob sich Leute nicht doch unvernünftig verhalten. Also jeder sollte erstmal versuchen, seine Emissionen zu reduzieren. Und dann sollte man halt überlegen, wenn man einen Garten besitzt, welche Art von Garten möchte man haben? Wo möchte man seinen Urlaub verbringen? Will man wirklich in eine Küstenzone gehen, Philippinenurlaub beispielsweise, wo natürlich dann auch ein Risiko da ist? Also ich würde sagen, Umstellung der Landnutzungssysteme auf nachhaltige, naturverträgliche Bewirtschaftungsformen ist mit die beste Anpassungsleistung, die wir machen können. Also eine Agrarwende, zum Beispiel die Knicks im Grunde in einem sehr guten Zustand erhalten, moderat an den Küsten schauen, was man mit Deichbau, aber auch mit Retentionsräumen tun kann. Versuchen auch Kohlenstoffsenken anzulegen, etwa Moorrenaturierung und natürlich auch die urbanen Infrastrukturen im guten Zustand halten. Also ich glaube, wenn es uns gelingt, die globalen Emissionen zu drosseln, kommen wir hier auf den Gunststandorten in nördlichen Mitteleuropa vielleicht mit einem blauen Auge davon. Richtig bedrohlich ist es nicht so sehr hier bei einem moderaten Klimawandel, sondern eher im globalen Süden.